Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unser Testflugzeug oder Testraumschiff zum Mann geflogen. Und ich will heute gerne mal wieder was probieren, was bis jetzt noch nicht so wirklich geklappt hat bei allen unseren Versuchen. Und zwar ein Raumschiff, beziehungsweise ein Landemodul, und also Kombination, um das Ding aufzufüllen. Ah nee, scheiße, warte mal. Warum sagt mir das keiner dafür, dass ich hier da gar nicht einen anderen Tank drin verbaut habe? Ich habe original bis zum Aufnahmestart gerade gedacht, ah, normaler Tank, alles gut. Und jetzt bin ich in den Mod-Modus wieder reinkommen und denke mir so, fuck, der hat mit Methan getankt. Wo kriege ich denn jetzt Methan her? Vor allem, wie? Wie kriege ich Methan her? Das können wir uns mal anschauen. Wir tun jetzt hier einfach irgendeine Kapsel mal drauf. Du. Und dann brauchen wir Hilfsmittel und dann müsste hier ja irgendwo ein Convertitron sein. Da. So, was kannst du abändern? Bitte sag, dass du alles ändern kannst. Ja, das ist Einstellung, wie gut der ist. Prozesse. Entladen, Hydro. Brauchen wir dafür einen bestimmten Bohrer? Also mich würde es freuen, wenn ich das abbauen könnte. Das wäre Subi. Das wäre echt Subi, mein Freund. Konfigurierter Drucker. Water, Nitrogen from the ocean. Ammonia. Das wird ja alles vom Umwandeln, weil das ist was anderes. Wo ist der normale? Da, Bergbau. Konfigurieren. From the surface. Or Nitrogen. Wir brauchen noch Hydrogen. Wie kriege ich Nitrogen? Oh, nee. Warum baue ich meine Flugzeuge nicht wiederverwendbar von überall? Jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich Hydrogen herkriege. Scheiße. Was ist denn das? Ach, das ist fürs Buffalo. Terrorlight. Scheiß drauf. Okay. Schauen wir mal, nicht speichern, wie der Tank ausschaut. Weil rein theoretisch, sind wir im Mondorbit. Bedeutet, rein theoretisch, könnten wir da sogar eine richtig gute Flugbahn kriegen. Also wir brauchen auch nicht mehr so viel Schub eigentlich. So, jetzt schauen wir mal in die Ortungsstation. Da müsstet ihr eigentlich mal, ich weiß gar nicht, ob ich es bis jetzt gezeigt habe, den neuen Mod, den wir drin haben. Das ist der Mod, der, nun ja, wie sagt man denn? Der tut das ein bisschen mehr sortieren. Damit man nicht so verpeilt ist wie ich, kann man jetzt hier einfach so zack machen und dann hat man hier so eine schöne Übersicht. Machen wir das auch mal, das ist offen. Das ist jetzt auch offen. Und im Grunde hast du dann zum Beispiel hier steht, einer ist in der Umlaufbahn und 12 halt in anderen Umlaufbahnen. 7 haben wir in Duna und einen um Eve. Und dann kann man hier reingehen und sieht man hier, ah, hier fliegt noch der Orbitaner rum, den sehen wir ja hier. Und 12 sind um den Mann rum und dann kann ich es aufklappen. Das macht es um einiges einfacher, vor allem bei größeren Projekten oder mehr Projekten, herauszufinden, wo zur Hölle was aktuell steckt. Wir wollen aber zum Alpha Centauri V2 und mal eine Reiseplanung machen und überlegen, ob wir irgendwie Tank noch mitnehmen wollen. Weil mein Plan wäre es irgendwie, ja, kann man sagen, Kurzflug aus der Atmosphäre, wenig, also aus Kerbins Umlaufbahn wenigstens zu machen, um halt, wie soll ich sagen, einfach mal im Deep Space mit den ersten Kerbels sind. Das wäre das nichts Größte, was wir schaffen könnten. Und dann dementsprechend vielleicht noch ein paar Module andocken, die zum Landen und alles da sind auf Monden, die wir noch nie erforscht haben. Und was wir auch machen können, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Müsste man mal vielleicht auf einem Test auf der Erde checken. Oder auf dem Mann. Ob man von einem Rover Steine
transferieren kann in eine andere, in ein anderes System, also zum Beispiel in eine Mini-Rakete, die dann hochschicken kann. Dann will, würde ich das gerne wieder Perseverance Rover in der Zukunft machen soll, umsetzen, eines der größten Projekte, oder das größte Projekt, an das wir bis jetzt hatten, und auch, ich denke, das spannendste, ein, wie viele Teile sind es dann? Dreiteiliges Projekt. Als erstes einen Rover, einen neuen gebauten Rover, der sozusagen alles ein bisschen anders regelt, vor allem einen Dockingpunkt hat. Dann eine Rakete plus Landestation, wo übertragen wird der Teile. Und dann im Weltraum nochmal andocken an den Satelliten, der das Teil zurückbringt, auf Kerbin, dass wir die Teile dann hier erforschen können. Das wäre so mein Plan. So, wir richten nicht mal aus trotzdem. Ich finde immer noch erstaunlich, wie gut eigentlich dieses Teil hier fliegt und sich auch drehen kann. Für diese Größe. Wir hätten hier rein theoretisch auch viele kleine Dockingpunkte. Bedeutet, wir könnten hier zum Beispiel einen Mini-Lander oder sowas anbauen. Einfach nur eine Personenkapsel, die du andockst. Links, rechts. Und dann verwendest du die halt, um eine Landung hinzulegen. Und dann wieder, du sagst halt, du machst einen sehr tiefen Flug, auch mit dem großen Teil hier. Tust du in die Nähe der Oberfläche. Und dann gehst du mit den kleinen ab, landest kurz, tust Daten nehmen, Ressourcen und alles. Dann dockst du wieder an, lässt den dran, weil du hast auf der anderen Seite auch noch einen, der könnte ja zur Schieflage führen. Und fliegst dann weiter bis zum nächsten Mond und kannst dann da mit einem kleinen Lander landen. Das müsste man natürlich alles wieder in der Praxis testen. So, was mich jetzt interessieren würde, wie viel Schub brauchen wir raus? Wir haben nur noch die Hälfte des Tanks, 2000 MS, müsste insgesamt dann hier 4000 MS machen am Ende, was natürlich auch... It Maneuver Point. Also da werden wir in den offenen Orbit. Oh, das ist aber nicht der Plan. Oh. Alter, ich verstehe gerade nicht, was ich hier steuere. Warte, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, Next Orbit. Ah, stimmt, da bewegen wir uns ja. Bewegen uns ja weiter. Scheiße. Machen wir weg. Okay, was wäre nun mal so zur Annahme? Wo ist die maximale Ausbreitung? Hier jetzt zum Beispiel, ne? Lol. Wir sind immer wieder interessiert, zu schauen, ob man hinkommt. Ich würde es sogar schaffen, rein theoretisch. Okay, aber zurück zum Thema. So. Dann hätte ich eine kleinere Umlaufbahn sogar. Oh lol. Oh lol. Wo sind da keine Interference? Aber ich so viel wieder rumgespielt habe. Oh lol. Oh lol. Wir könnten Eve Intersection machen. Mit 353 MS. Du, das wäre schmackig, du. Das wäre vielleicht echt nicht uninteressant. Wenn ich herausfinde, wie soll ich das nochmal genau gemacht habe. So. Und dadurch, dass ich gegen den Orbit fliege, glaube ich, wird er halt kleiner.
aber aus irgendeinem Grund. Ah, nee, weil er dann da vorne ist. Okay. Vielleicht sollten wir erstmal tanken. What happens? Seht ihr das auch, wie meine MS hoch und runter schwanken? Alter, what? Die Frage ist ja natürlich, wenn ich in einem höheren, also wenn ich zum Beispiel hier außen in einem Orbit mich befinde, brauche ich dann weniger? Schon, oder? Bedeutet, ich könnte mich rein theoretisch hier außen in einen riesigen Orbit setzen und halt mit dem Tankteil mal hinfliegen auch. Weil rein theoretisch müsste ich das Ding erstmal wieder volltanken, weil unsere ganzen Tanks ja halb leer sind. Nice. Ich brauche einen großen Tanker. Wieder tanken. Das ist schon wieder so eine ungute Sache, das Tanken. Wie viel brauchen wir denn insgesamt hier an Tank? Wie bitte? Also ich kann mal mit so circa 19.000 Oxidator und 50.000 mindestens 50.000 Liquid Methane rechnen. Weltraumstation. Aber ich kann nur in den Kommentaren schreiben. Sollen wir so ein Projekt machen wie bei Perseverance Rover? Wir haben auch zum Beispiel noch keine Sonde mal auf Eve gelandet selber. Und alles. Weil es gibt eigentlich relativ viele interessante Punkte, die wir bis heute noch nie ausprobiert haben. Okay, vielleicht auch mal in meiner Inkompetenz liegen kann. Aber das hindert uns ja nicht dran zu planen, wie jetzt unser riesen Raumschiff zum Beispiel. Aber ein E-Flug wäre zum Beispiel schon mal mega geil. Dann könnten wir auch rein theoretisch zwei Sonden mitnehmen, die durch die Atmosphäre durchschießen sollen. Ne? So, wie wir haben gesagt, 15.000 Liquid Methane und irgendwas mit 19.000. Das würde passen, wenn es in meinem Tank drin ist. Das könnte... Ungut. Jens. Entschuldigung. Ich habe den letzten Tag irgendwie fast gar nicht geschlafen oder sowas. Das ist dann, warum lädt das Spiel schon wieder 3 Jahre? Hallo, Spiel. Dankeschön. Dankeschön, da ist es ja wieder. Wir brauchen irgendeine Kapsel oben drauf. Und dann brauchen wir einen LED-Tank. Ich glaube, ich habe letztens mal entdeckt, dass ich irgendeinen Tank verwenden konnte. War das der hier? Irgendeiner konnte Liquid Methane. Oder war ich da schon wieder im Vollrausch? Nee, denke nicht. Liquid Methane. Da hatten wir doch irgendwo bestimmt schon einen Tank. So. Du hältst fast 10.000. Bedeutet, wenn ich dich jetzt zum Beispiel rescale. Aber jetzt hat er Liquid Methane. Er hält ja nur 6. Ich brauche das 10-fache. Das 10-fache. Und das Ding muss auch hin und zurück fliegen. Oder ich lasse es auf dem Mann crashen. Oder dann müsste ich es remote machen. Oh Gott. Das kann witzig werden, Freunde. Das kann witzig werden. Einsteigen. Wenn die spielen, der hat noch nicht. Was ist, wenn wir es in 3-5er machen? Dann würde der Tank fast komplett das halten, was wir brauchen. Man darf nicht vergessen, wir brauchen trotzdem immer noch den Grundtank für das Raumschiff selber. So. Also so ein 5 Meter Tank würde zum Beispiel fast komplett reichen zum Auftanken da oben. Könnte man oben hinsetzen und sagen, jo, da tankst du jetzt die nächsten 2 Mal.
das sozusagen eine Online-Tankstation darstellend. Dann müssten wir jetzt aber auch wiederum passenden Kopf einbauen. Die Frage ist, was ist der passende Kopf dafür? Ich würde jetzt mal trotzdem sagen, der hier. Und ihm dann drunter einen Adapter setzen. Einen großen Adapter. Und dann setzen wir SAS ein. Wir brauchen hier ein großes SAS auch, wenn es sich stabilisieren soll. So. Schaut bescheuert aus, ist es auch, ganz ehrlich. Gebe ich auch zu. Wir brauchen Batterien. Viel Batterie, vor allem wenn wir mal im Schatten sind, sollte das Ding ja trotzdem durcharbeiten können und jederzeit operieren. Ich bin mir sicher, ich habe hier irgendwo eine Procedural Battery, genau da. Wie viel sind das? 2,5. Dann machen wir auf den Cone, stellen das hier auf 2,5. Und das untere Ende stellen wir auf 5. Dann haben wir alleine hier schon eine fette Batterie. So. Alter, das Ding ist, wird wieder so ein massives, unnützes Drecksteil eigentlich, wenn man sich überlegt. Was ich noch gerne einbauen würde, wäre ein bisschen RCS. Wenn man es nicht bräuchte, kann man es natürlich vergeben, aber ich denke, das ist schon praktisch, wenn man es hat. Dann brauchen wir den Tank. Der allheilige Tank. Alter, das ist einfach nur ein Riesen. Ich sag's jetzt mal nicht. Und dann braucht das Ding noch Flugkraft. Das Ding muss ja auch fliegen. Fliegen muss die alte Oma hier. Ich würde mal sagen, wir verwenden wir diesmal solches, weil das schaut bestimmt gar nicht schlecht aus. Einfach designmäßig. Wohin ist das eigentlich her? Ich habe das hier irgendwo gesehen. Da. So. So. Oh, warte mal. Why? Gott, was ist denn jetzt los? Ja, hier ist irgendwas falsch. What the fuck? Warum platziert er zwei davon falsch rum? Der scheint kein Freund vom Platzieren zu sein. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unten einen Tank ansetze? Selbst dann dreht er die Hälfte. Hä? How? Einfach nur, ja dann halt nicht mit den coolen Teilen. Ich hätte gedacht, das wäre eine richtig coole Idee, aber pff, dann halt nicht. Nö, nö. Dann machen wir es oldschool. Tanks hier. Und
natürlich dementsprechend Antriebe unten dran. Jetzt brauchen wir nur die passenden Antriebe. Ja, so. 305 ms. Hört sich geschmeidig an. So, Communication? Nee, wir brauchen immer noch Flugwerte. Wo ist denn das wieder? Aerodynamik, ne? So. Jetzt überlegt mal, wir haben 100 Folgen und ich habe immer noch teilweise keinen Plan, wo was ist. So, dann schauen wir mal. Im Weltraum hätten wir 384 ms Schub. Das ist keine gute Rate. Vor allem selbst bei so einer hohen Burnrate. Aber rein theoretisch. Wir haben hier einen riesigen Tank. Wir werden nicht alles verbrauchen, um ja das zu erreichen. Bedeutet, wir können doch fix so einen Liquid Methyl Antrieb verwenden. Zündung 22 zum Beispiel. Zündung 11 mal. Der hätte schon 5000 Schub. Dann setzen wir doch da unten einfach wieder so eine Platte dran. Scalen die auf 5 Meter. Machen ganz viele Andockpunkte. Machen den Mantel weg. So, dann hätten wir jetzt hier genügend Schub, um das Ding voranzukriegen, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Dann braucht es einen Dockingpunkt. Docking. Ich hasse es. Wo soll ich denn das Ding docken lassen? Das funktioniert nicht ganz und vor allem ist es 3 Kilometer zu groß für die ganzen Dockpunkte, die wir haben. Wir bräuchten sowas in der Größe hier. Kümmern wir uns erstmal um den Strom, würde ich sagen. So. Ich glaube, das sollte zur Versorgung voll ausreichen. Dann verbauen wir den RCS-Ring. Und wenn ich hier Ring meine, dann meine ich auch Ring. Sind die nicht größer? Nee, das ist, oder doch? Also ich hätte auf jeden Fall das Gefühl, als ob die größer wären. Dann sollte das doch eigentlich rein theoretisch das Ding bewegen können, oder? Das ist ein Heidenaufwand zum Steuern, aber hey, wenigstens sollten wir am Ende dann wieder mal so viel Tank haben, dass wir wirklich die Reise beginnen können. Wir brauchen halt immer noch einen blöden Docking-Port-Punkt. Wie wäre es, wenn... Das schaut jetzt bescheuert aus, aber es muss ja nur einem Zweck dienen. Der Überführung des Tankes. Und dann nehmen wir das so. Damit es wenigstens einigermaßen stabil auch ausschaut. Einen stabilen Anblick hat, kommen hier ganz viele Punkte hin. Die sich nach hier unten verbinden. So. Dann brauchen wir natürlich noch Le Communication. Und dafür werden jetzt einfach 4 von euch verbaut. Dann fahren die Antennen so aus, zack, und können kommunizieren. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Aber Leute, ich sehe schon, die Zeit ist wieder rum. In der nächsten Folge bauen wir den restlichen Aufbau plus die Booster Station. Und die Folge drauf sollten wir dann eh schon wieder auf dem Weg sein Richtung Rakete. Dann kann das Ding andocken, auffüllen und dann sollten wir uns mal auf den Weg machen auf eine kleine EVE-Expedition oder wenigstens EVE-Drive-By oder sowas. Wäre sehr interessant eigentlich. Also,
Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.